So, heute noch ein zweites News-Video. Es gibt nämlich neue Zoofest-Units sowie Rally 6. Plus. Was Rally 6. Plus macht, seht ihr hier. Er delayed eine Runde, macht Perfects einfacher zu hitten und macht 7 Turns Despair, Bind und Paralyse weg quasi. Also ein perfektes Sub für quasi hier 4 Teams. Dazu ist er Slasher und Fighter. Und seine Captain-Ability verändert sich nicht besonders. Er boostet HP und RCV um 1,2 noch dazu neben dem vierfachen J-Multiplier. Meiner Meinung nach nicht gerade so viel besser als normale Rayleigh. Er ist für G4 Teams ein richtig, richtig guter Sub. Aber ich bin etwas enttäuscht, weil er ist wirklich nicht viel besser. Er bleibt Int, sein Artwork finde ich ziemlich cool. Ja, und ansonsten gibt es nicht viel zu Rayleigh zu sagen. Aber naja, er ist halt ein bisschen tankier jetzt mit dem AP-Boost, dem leichten. Kommen wir zu den Zoo-Units. So, als nächstes haben wir Enel, den Sixter dieser Batch. Enels Captain Ability ist es. Er reduced deine eigene Crew-HP jede Runde bei 20%. Erhöht das Auftreten von RCV-Orbs und macht RCV-Orbs zu Matching-Orbs wie Fujitora. Und je nachdem, wie viel HP du hast, wie viel HP du im letzten Turn geheilt hast, boostet er die ATK zwischen 2 zu 3,25. Wir wissen nicht genau, wie viel man healen muss. Ich würde ausgehen, dass man wahrscheinlich pro 1000 Heal so um die 0,5 ATK kriegt. Bedeutet, wenn man Auto-Heal 5 hat, ist es wahrscheinlich so, dass man 2,5 ATK Boot hat. Aber das ist nur eine Schätzung von mir. Man weiß es nicht momentan. Vielleicht wäre das auch ein bisschen zu OP. Vielleicht muss man auch irgendwie 5000 oder so healen oder 10.000, um den 3,25-fachen ATK-Boost zu erhalten. Aber ja, seine Captain Ability ist ziemlich gut eigentlich, finde ich. Vor allen Dingen mit seinem Special. Und zwar musst du mit seinem Special wirklich viel healen. Man kann bis zu 2 Millionen Damage machen, Typeless Damage gegen alle Gegner. Je nachdem, wie viel HP du insgesamt in den letzten paar Runden geheilt hast. Also, das kann sehr, sehr nützlich sein, meiner Meinung nach. Wir werden sehen, wie sich das auswirken wird. Aber da man da ja insgesamt, ich glaube, 200.000 geheilt haben muss, kann das wirklich schwierig sein, diese 2 Millionen Damage zu machen. Aber definitiv möglich und für Forest wird der ein Biest sein. Und auch für einige Colosseums und Clash wahrscheinlich, da ja mit 2 Millionen Damage Doppel-Enel, wenn man wirklich diese 2 Millionen Damage schafft mit Doppel-Enel, kann man wirklich einfach 4 Millionen Damage machen, das One-Hot-Shittet fast jeden Raid. Und noch dazu hast du einen krassen ATK-Boost. Also Enel, wirklich krasse Legend, sollte man nicht unterschätzen. Wir werden sehen, wie er sich spielen wird. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, aber er wird auf jeden Fall nicht schlecht, das kann ich sagen. Als nächstes haben wir Bartolomeo Kuma. Seine Captain Ability ist es, Shooters ATK mal 2,5 zu boosten und deren HP mal 1,25. Passable Captain Ability wird man wahrscheinlich nicht gerade oft sehen, aber ist auf jeden Fall zum Beispiel besser als Sapphire oder vielleicht auch Kizaru. Mal sehen, ob man ihn oft als Captain spielen wird. Würde ich eher nicht glauben, aber trotzdem sehr gute Captain Ability. Sein Special ist es, 7 Turns Lock und Despair, also Bind und Despair, wegzumachen quasi, 20% deiner vollen HP zu regenerieren und er hat eine noch geringere Chance als Shiryu, einen Gegner instant zu killen. Und genau deswegen finde ich auch, dass Rayleigh mehr oder weniger scheiße ist, weil wenn du ihn, einen Sixter Plus, mit Kuma vergleichst, Kumas Special ist um einiges besser. Er healt dich für eine ganze Menge Damage bei 20% deines Lebens, bei 50.000 Leben können halt 10.000 Leben sein. Also das kann in vielen Teams viel bringen, zum Beispiel in einem Ace-Team oder so. 7 Runden Despair und Bind reducen ist mehr oder weniger nutzlos. Ein Gegner instant killen kann ein netter Bonus sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass man ihn so spielen wird wie Shiryu, dass man quasi versucht, die Gegner damit instant zu killen, aber mit ein bisschen Luck kann das auf jeden Fall helfen. Kuma, auch keine schlechte Unit. Würde ich mich freuen, wenn man den zieht. So, als nächstes haben wir CP9 Luki. Also nicht den Luki der CP0, der krasse in dem weißen Anzug, nein, der alte quasi Villain Luki, der auch in Mortar 7 unterwegs war. Seine Captain Ability unterscheidet sich nicht sehr von Kuma. Er boostet quasi anstatt Shooter Fighter die ATK mal 2,5 und die HP mal 1,25. Und sein Special macht ein 10% HP-Cut zu allen Gegnern,
was nützlich sein kann. Eine 50% Defense Reduction, meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Und ein Orb Boost für 1,75, das ist auch recht nützlich. Ich weiß nicht, ob man den so oft benutzen wird, weil ein Dex Orb Booster hat man halt Dofi und naja, für einen 10% Card würde ich ihn jetzt nicht benutzen. Vielleicht irgendwie in einem G4-Team als Fighter, aber ansonsten, naja, ich finde ihn nicht so nützlich. Wir werden sehen, ob man ihn benutzen wird oder nicht. So, als nächstes haben wir Crocodile. Crocodiles Captain Ability ist ein 2,5-facher ATK-Boost für Striker. Außerdem hielt er den 1,5-fachen RCV-Wert von sich selbst in ja, HP. Das kann recht nützlich sein, mit Double Croc hat man bestimmt ein bisschen Heal, je nachdem wie viel RCV er hat. Sagen wir, er hat 500, was unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Dann würde er 750 healen, Doppel-Crocodile wäre dann 1500, plus Auto-Heal 2500, kann auf jeden Fall nützlich sein. Sein Special, 20-facher ATK gegen alle Gegner in Damage. Er reduced die Cooldowns von Strikern um einen Turn und für einen Turn boostet er den Slot-Effekt, was auch immer der Slot-Effekt sein soll für Striker. Ich meine, das was wie Color Affinity bedeutet, von Farbengegner machen alle mehr Schaden, mehr oder weniger. Schreibt mir mal in die Kommentare, was das war. Ich bin mir da gerade selber nicht ganz so sicher. So, als letztes kommen wir zu Gecko Moria. Seine Captain Ability ist es, STR, Int und Dex Units mal 2,5 zu boosten. Sein Special ist, dass er alle Nicht-Matching Orbs wegschaffelt und auf also STR, Int und Dex Charakteren. Außerdem boostet er die ATK von STR, Dex und Int-Charakteren mal 1,75 für 2 Turns. Overall, ziemlich gute Unit. Man kann nämlich so ein mehr oder weniger Rainbow-Team mit ihm bauen. Ich würde empfehlen, dann halt einfach zum Beispiel Clash Dofi oder so mitzunehmen. Und ja, vielleicht noch, was weiß ich, irgendwelche guten Int- und STR-Units. Und dann kann man mit dem bestimmt ein ziemlich gutes Team bauen. Auch seine Sailability ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gecko Moria hat ziemlich gute Unit, finde ich. Also man kann ihn halt auch in anderen Teams in STR, Int oder Dex Teams spielen, wo man halt die ATK von den Units jeweils boosten möchte. Gecko Moria auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, anschließend möchte ich mich nochmal bei OPTC Academy und Reddit bedanken. Dort habe ich die ganzen Informationen und das Artwork her. Ja, generell ist es Sugo wahrscheinlich am Mittwoch. Alle Units sind ziemlich gut. Ich habe nicht viel zu den Sail Abilities gesagt, weil ich die bloß im Nachhinein hinzugefügt habe, weil ich das erst nicht gesehen habe, dass die welche haben. Außer bei Moria halt. Enel ist mega geil, finde ich. Hätte ich übergerne. Von Ray bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Schreibt mir eure Meinung zu den Units.